Und gestern Abend habe ich es Ihnen hier versprochen. Es gibt natürlich noch einzelne Restposten, um die sich die Menschen reißen. An sogenannten Merchandising-Produkten, an Giveaways. Das sind Feuerzeuge, das sind Luftballons, das sind Wasserbälle und, und. Und ab heute 0 Uhr gibt es alle diese Produkte, die gefragt sind wie nie, mit dem neuen Logo. Und das heißt, Sie hier im Studio, meine Damen und Herren, sind heute in der historischen und einmaligen Situation noch letzte auslaufende Modelle. Und ich sage Ihnen, der Euro ist ein Dreck dagegen, gegen das, was die neuen Produkte bei Sat.1 bedeuten für die Sammler. Und wir werden jetzt diese Produkte hier an Sie verschenken. Und ich kann das mal zeigen, was es hier alles gibt. Es gibt Streichhölzer in groß, Streichhölzer in klein. Alle noch mit dem alten Logo, ja? Das hier sind Sat.1 Online-Streichhölzer. Das sind ja alles eigene Firmen. Das ist die Online-Agentur von Sat.1. Das hier sind Luftballons. Das hier sind Sat.1 Aufkleber. Das hier sind mit die gefragtesten Dinger überhaupt Sat.1 Frischhaltetücher. Und das hier sind nochmal Sat.1 Streichhölzer. Wo haben wir denn die gefragten Sat.1 Feuerzeuge? Das sind Sat.1 Gummibärchen. Das sind Sat.1 Schlüsselanhänger mit einer Pfeife dran. Das hier sind die Sat.1 Wasserbälle. Und das können Sie alles haben! So. Vielleicht helft ihr ein bisschen. Ja. Oder geht das nicht? Doch, doch. Doch. Sie haben schon die Tüten bekommen. Zeigen Sie mal unsere schönen Sat.1 Tüten. Die müssen natürlich auch weg. Ja? Weil da kommt auch das neue Logo drauf. So. 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 Sie kriegen das alles. Sie wollten tapezieren, bitteschön. So, wer will die Gummibärchen? Gummibärchen, Luftballons. So. So, Streichhölzer. Hier. So. Wir müssen uns beeilen, weil Sat.1 hat ein Kommando geschickt, das kontrolliert, ob wirklich bis 0 Uhr alle diese Giveaways weg sind. Und die Jungs sind nicht zu unterschätzen. Schauen Sie. Freitag, 31.08.2001, 11.15 Uhr. Das Sat.1 Werbematerialien-Einsammelkommando, kurz WEK, hat die Aufgabe, alle Promotion-Artikel von Sat.1 einzusammeln. Produkt 1. Die erquickenden Sat.1 Erfrischungstücher. Produkt 2. Die schmackhaften Sat.1 Fruchtgummis. Du verfressenes Schwein! Das könnt ihr doch nicht machen! Produkt 3. Die sensationellen Sat.1 Photonenpumpen. Mit der Photonenpumpe. Der wär's nicht! Wie war der aber? Hey, danke! Produkt 4, die fantastischen Sat.1 Bleistifte. So, das ist meine schöne Lippen. Die
Bleistift in den Fresssack. Nein, nicht den Fettig, nein! Produkt 5, die spaßigen Sat1-Bälle. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Noch jemand Streichhölzer? Mann, ein bisschen hier an die Seite. So. Und das alles gibt es natürlich nächste Woche nochmal neu. In noch raffinierterer Ausführung. Aufkleber, Feuerzeuge und so weiter. Die ganzen Logos. Und eins ist natürlich im Grunde ein sentimentaler Augenblick, denn Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren, draußen auch diese Fahnen hier vor dem Studio haben natürlich auch das alte Sat1-Logo. Und diese Fahnen werden jetzt feierlich eingeholt von unserer Useless Harvest Company draußen. Wir schalten raus auf unseren Exerzierhof. Da sehen Sie unter der Leitung von Unterleutnant Hilf das festliche Einholen der Flagge. Drei Zivildienstleistende an den Instrumenten. Und ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche vom Sender diese Fahnen wiederbekommen mit dem neuen Logo. Ja. Wie viele Fahnen brauchen wir? Ich glaube 20. Wir haben 20 Fahnen allein bei mir im Büro und nochmal 40 draußen an den Fahnenmasten. Immer wieder ergreifend. Und die Fahne wird jetzt, wie Sie das gewohnt sind von solchen festlichen Anlässen, ich komme schon vor wie Rolf Seemann-Eckeberg, übergeben an die Testamentsvollstreckerin. Da siehst du, meine Eltern sind wieder zu spät. Ich hab gesagt, kommt doch mal diesmal früher. Nehmt doch mal einen Bus früher. Toll. Man muss sagen, wir haben es an nichts fehlen lassen, was Feierlichkeit angeht. Und wir können auch ein bisschen was verteilen. Ich kann Sie alle beruhigen, Sie können alle hinterher genügend mitnehmen. Ja? Sie können alles, Sie können es auch teilweise hier schon essen, auf der Bühne. Wenn Sie nicht, vielleicht, dass wir Wünsche konkret befolgen könnten. Wer will denn Streichhölzer? Hier? Streichhölzer. Haben Sie eine Tüte? Haben Sie eine Tüte? So, aufhalten. Und richtig aufhalten. So, wer will Gummibärchen? Helmut! Helft doch ein bisschen mit, seid doch so lieb. Gummibärchen hier. Ja. Das sind Bilder, die man nicht so schnell vergisst. Wer möchte noch so Aufkleber haben? Die Aufkleber gehen ja reißend weg. Was machen Sie denn mit den Aufklebern? Hier. Nee, Feuerzeuge sind, glaube ich, alle weg, beziehungsweise die konnten wir aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht werfen. Ja. Hier, nicht alles. So, hier. Hallo. So. Haben wir Feuerzeuge? Ja. War da nur ein Feuerzeug? Ja.
weg. So. Schlüsselanhänger? Ja. Noch eine Runde ins Publikum hier. So.